Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem Vergleichstest, beziehungsweise getestet haben wir sie schon. Es geht um diese beiden Rackets, beide aus der neuen Graphene XT-Serie, der Speed-Serie von Head. Das ist der MP, das ist der MPA. Wir wurden oft gefragt, was eigentlich die Unterschiede sind, weil auf dem Datenblatt sieht beides gleich aus und das klären wir heute. Denn fangen wir mal mit den Rahmenbedingungen an. Die wiegen beide 300 Gramm unbeseitet, beide 100er Kopf, beide 22er Rahmen, beide 32er Balance, beide 16-19 Seitenbild, nur dass der hier halt auch noch ein 16-16 Seitenbild dazu kann. Wenn man sich das im Detail so anguckt, sieht man hoffentlich, dass die Längsseiten, die sind okay, die laufen parallel. Hier unten läuft es auch noch okay. Ab da, wo ihr vielleicht dieses Neongelbe seht, da ist dann offiziell das andere Ösenband des MPA eingebaut. Bis dahin sollte aber bei einem 16-19 normalerweise, wenn es baugleich wäre, bis dahin alles mit den Querseiten gleich sein. Es ist aber oben anders, es ist unten anders und grob gesagt kann man sagen, der MP hat ein bisschen mehr Kontrolle und der MPA ist ein bisschen mehr auf Power ausgelegt. Der MP ist halt durchgehend etwas enger vom Beseitungsmuster, obwohl es auch ein 16-19 ist, liegt einfach hier an den Bohrungen. Der ist genauso stabil wie der MPA auch, nur der ist auf Dauer, glaube ich, etwas kontrollierter insgesamt. Es bleibt bei dem sehr, sehr guten Spin annehmenden 16-19 Seitenbild, aber mit einer hervorragenden Kontrolle dabei. Hier ist jetzt mit dem 16-16 beseitigt. Wie gesagt, man kann auch 16-19 draufziehen. Insgesamt habe ich das Gefühl gehabt, der hat ein ganz klein bisschen mehr Wumms dabei, ohne dass die Kontrolle groß flöten geht. Aber würde man es wirklich runterbrechen müssen auf einfache Bezeichnungen, dann wäre das Control Racket und das für ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Spin. Durch die Bank sind aber beide Schläger extrem zu empfehlen. Das Graphene hierbei nochmal, wie gesagt, ich glaube bis zu 30% verbessert, laut Head. Die Dinger kriegen richtig, richtig Zug dahinter, wenn man sie schwingt, eben wie man es bei Graphene tun sollte. Sehr, sehr stabil. Ich fand die gar nicht so irrsinnig steif, wie viele in Foren zum Beispiel gesagt haben. Ich fand die sehr angenehm zu spielen. Hier ein bisschen kontrollierter, hier ein bisschen mehr Spin. Mein persönlicher Favorit wäre der MPA, eben weil ich zu den Leuten gehöre, die gerne mal am Setup was ändern. Und hier habe ich die Möglichkeit, ein 16-16 oder ein 16-19 drauf zu beseiten. Zum Beispiel zum Switchen zwischen Asche und Halle, wie auch immer, für mich die idealere Wahl. Ihr müsst selber wissen, was für euch so denn der beste Schläger davon ist, falls ihr eh schon Speed-Fan wart. Guckt euch die Einzeltests bei uns auch noch an. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.